Hey Leute, G-Max hier und Lennart ist auch dabei. Moin Leute, ich mache auch jetzt gleich meine Anmoderation. Sekunde. Also wir spielen jetzt erstmal richtig viel Robot Rumble. Lennart hat leider nicht so viele Marken wie ich. Er hat 27, ich habe 41. Wir werden uns bei jeder Runde steigern, also wie viele Marken wir hier unten ausgeben können. Dann setzen wir so ein Dreieck kriegen. Genau Ich würde das. dann jetzt gerne meine Anmoderation eben machen. Digga, laber doch nicht dazwischen. Ja. Okay. Genau, Lennart sucht sich jetzt noch seinen Brawler aus für Robot Rumble. Ich würde ja Pam vorziehen, weil ich ja 8-Bit spiele, weißt du? Ich könnte auch Jesse spielen wegen diesem hier Geschütz. Wäre auch eine coole Idee. Ich weiß nicht, ich bin halt im Überlegenwind für beiden. Naja. Ich glaube, Pam ist da aber schon besser wegen dem Heilen. Ja, durchaus. Außerdem spielst du öfter Pam. So. Weiter auf 15, ne? Also, eine Belohnungszahl. Let's go. Erste Runde. Hallo, du bekommst safe bald eine neue Box nach dieser Runde, weil mir fehlen einfach 5 Marken. Nicht dein. Oh! Ein Bow als Teammate. Okay. Daran, die haben komplett wegkommt, der hat keinen Bock auf uns anscheinend. Tut mir leid, wenn ich echt scheiße spielen sollte. Ich bin gerade erst aufgestanden, also hatet mich in den Kommentaren drauf. Deswegen bitte nicht, okay? Ja, Leute, es ist noch nicht mal 11 Uhr. So früh habe ich auch noch nie aufgenommen. Einfach weil wir gestern keinen Bock mehr hatten aufzunehmen, Digga. Aber egal. Es tut uns leid, dass wir gestern nicht mehr aufgenommen haben, dass ihr das Video noch nicht sehen konntet und so. Also wie gesagt. Okay, Außerdem wäre so ein nice. bisschen mehr Glück gewesen. Das war knapp, der hätte fast das Ding berührt. Jetzt machen die ja zum Glück nicht so viel Schaden, aber ich glaube, ab 3 Minuten wird es richtig heftig. Oder ab 4 Minuten? Ab 5 Minuten könnte man echt. Da kann man von Glück reden, wenn man überhaupt noch was auf die Reihe Ja, bekommt. 5 Minuten werden die so richtig mies Gold und die sind 5-mal so stark wie jetzt. Oder 6-mal so stark, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Ich play mein Wutteil. Ich nenne es Wutteil, weil es erinnert einfach voll an den Wutzauber. Pops geht raus an die Clash Royale-Spieler unter euch. Aktiv spiele ich nicht mehr, aber ab und zu spiele ich immer noch Clash Royale. Ey, aber wir müssen das Teil hier jetzt wegziehen. Weil, wegbekommen, weil am Ende schießt ja die Raketen auf das Ding. So. Okay. Eine Mine liegt hier noch. Okay. Oh. Eigentlich. Ja. Jetzt haben die mehr Power. Aber noch kein allzu großes Problem, denke ich. Ja. Wir haben jetzt auch mehr Power. Oh, die Mine war Gold wert. Dennoch war sie nur blau. Oh, da hast du mich. Ah, die beiden Minen wurden jetzt unnötig ausgelöst. Ja, Digga, ich glaube, dass dieser kleine Roboter hat alle drei aufgelöst, oder? Also einer hat den Schaden genommen. Digga, jetzt muss ich Okay. echt aufpassen. Wir sind jetzt mit 2 Minuten 30. Und ja, ich denke, 5 Minuten sollte schon so drin sein. Wäre natürlich geil, wenn wir meine Bestzahl hier erneut aufstellen können. Meine Bestzahl liegt ja gerade bei 5 Minuten 34. Und ja, was ist deine Bestzahl? Meine ist 6 Minuten 1, aber eigentlich sollten wir die auch toppen können. Ich weiß halt nicht, Leute, wie die. Ich habe Freunde auch, die haben 7 Minuten, über 7 Minuten, 7 Minuten 30, was auch immer. Ich weiß nicht, wie die das schaffen. Digga, Das kann ich auch nicht. ab 5 Minuten wird es richtig, richtig scheiße mies schwer. Und ab 6 Minuten ist es fast unmöglich. Und ja, Oh no. okay, ein bisschen laggt es.
Boah, ich hasse das immer. Immer wenn wir Boysters aufnehmen, leckt es. Das liegt vermutlich daran, dass wir nebenbei am Telefonieren sind und hier im Hintergrund Ja. noch hier und im Hintergrund auch noch die Aufnahme dann an ist. Ich weiß nicht, ob das was ändert an der Qualität, aber anscheinend kann Puh. das auch noch nicht so Das sein. war knapp. Ich bin halt fast tot, Alter. Aber nur fast, nur fast. Ich hab's überlebt. Oder jetzt kriegt das Ding aber mies viel Schaden. Das hat einfach die Mine ausgelöst und ist dann weitergelaufen, ohne getroffen zu werden. Die sind übelst schnell. Bruder. Ja, Ey. die hätten ein gutes Geld. Wir müssen das Teil jetzt mehr beschützen. Ganz ehrlich. Ist so. 4 Minuten sind erreicht. Jetzt wird's schwer. Ich bin tot. Mal wieder. Komm, greif mich an. Jetzt kommt das Monster-Ding. Der Boss. Der ist rot. Junge. Ich locke ihn weg vom Teil. Von der Maschine, was auch immer. Jetzt sind die schon Gold. Oh Gott. Ey, unser Teammate muss er jetzt alleine beschützen. Nicht cool. Er stellt sich hinter den Tresor. Digga, ich wollte gerade selbst auf den Scharfschützen gehen, egal. Digga, was? Junge, ich kämpfe alleine gegen drei dieser, vier dieser Maschinen. Junge. Okay, komm, den habt ihr noch. Den habt ihr noch. Okay. No. 5 Minuten 20. Das ist gar nicht mal so schlecht für die erste Runde. Wow. Wo wir alle verpennt sind. Und Star-Marke hätten wir. Oh Gott, und wir können jetzt eine Ballbox öffnen. Ich auch. Ich spare mir die aber auf fürs Ende. Das wäre ein Ende alle öffnen. Ey, das wäre auch eine gute Idee. Ja, okay, machen wir. Ist Aber zu mir, jetzt. zu dem ich wie angekündigt, der das Angebot noch hole und dann die Magerbox, man kennt die Megabox öffne. Die Magerbox. So, jetzt erhöhen wir auf zwei Belohnungen und machen weiter. Ich glaube, Brawler wechseln müssen wir jetzt nochmal nicht entscheiden. Können wir später überlegen. Primo, ja. Primo, Digga. Ich schätze mich Kann theoretisch nützlich sein, aber ich glaube, die Themen jetzt mit El Primo sind zu aggressiv drauf meistens, dass die irgendwie gar keinen Schimmer von der Sache haben. Keine Ahnung. Welle 2 schon. Wow. Den ersten hat er halt komplett abgefangen hinten. Ja, ich glaube, der hat gegen zwei gekämpft, oder? Die erste Welle sind zwei oder einer? Nicht. Auf jeden Fall mein Lieblingsmodus, wo man um Trophäen spielt, ist auf jeden Fall Solo und Duo. Ja, auf jeden Fall. Aber mit Tickets und so ist mein Lieblingsmodus auf jeden Fall Robo Rumble, weil der macht so unwahrscheinlich Bock. Zudem man hier auch dann merkt, wenn man besser in dem Modus wird, wenn man längere Zeit überlebt, weil wenn du halt Erster wirst, merkst du halt nicht, ob du jetzt besser geworden bist oder Glück hattest. Weil hier bist du dann halt besser, wirklich besser geworden, einfach weil du dann eine längere Zeit überlebst. Weil wenn du hier nicht besser wirst, kannst du ja nicht durch Glück weit kommen, sondern kommst immer in etwa auf die gleiche Zeit. Weißt du, was ich meine, Gian? Ja, aber ich finde, man sollte sich hier schon, man muss sich hier echt durchbeißen, weißt du? Ist die Sache. Ist gar nicht so einfach, Digga. Aber ja, klar. Mit dir eine richtig geile Duo-Runde zu spielen macht halt viel, viel mehr Bock als das hier an sich. Ja, das stimmt allerdings. Also wenn es mal richtig gut läuft, Leute, wenn wir so, wir hatten auch schon Runden, wo wir fast alle Teams auseinandergenommen haben. Boah, erinnert mich noch an die eine Runde, ich weiß nicht mehr, wann das war. Aber wir hatten mal eine Runde. Das war hier Duo. Und da haben wir einfach 4 von 5 Teams selbst Ja, zerstört. stimmt, und dann war noch am Ende dieser eine Typ übrig. Ich weiß nicht, 8-Bit oder Bo? Ja, irgendwie so aus in der Richtung. Oder Barley? Nein. Nein, 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 nein. Kein Barley, kein Barley. Locker nicht. Jedenfalls war das echt belastend.
Aber es war trotzdem halt eine geile Runde. Wer holt schon unbedingt immer 4 von 5 Teams, ganz ehrlich? Oder 4,5 Teams von 5? Viereinhalb wäre ja dann, wenn einer von uns den Partner tötet. Ach so, stimmt ja. Nein, wir meinen 3,5 Teams. Genau. Ja, okay. Man ist halt doch am Weg. So, neuer Boost. Super, das ist schon So, easy. jede Runde 3 Minuten, das müssten wir locker schaffen. Ja, 5 Minuten. 5 Minuten ist safe, das schaffen wir auch so immer. Okay. Ich finde, 5 Minuten sollte schon safe sein. Jetzt kommt der nächste Boss. Komm her, mein Süßer. Ey, mach hier nicht alles kaputt. Böser Junge. Green, dummes, das Ding. Ey! Er hat die Maschine erwischt. Eine Rakete macht Ja. einfach 4 Hits. Alles klar. Ey, von hinten kommen jetzt diese Roboter. Schade. Ich will. Wir haben jetzt leider zu lange für den Boss gebraucht, glaube ich, aber passt schon. Möglich. Ich muss mein Special halt unbedingt wieder aufladen, ey. Gut. Ey, ich kann nicht schießen. Alter. Okay, das mit dem jedes Mal 5 Minuten kann sein, dass ich mich da zu hoch gegriffen habe. Nein, ich glaube, das können wir noch schaffen, aber es ist Ich schwierig. will Es wird jetzt Special wirklich halt wieder machen, schwierig. gut. Wir hatten auch jetzt einen anderen Start als zuvor. Mal sehen. Alter. Ja, dieser Kack-Scharfschütze hier unten, ne? Digga, ich hätte auch nur knapp geholt. Oh nein, schon wieder ein Boss. Das kann ja was werden. Allerdings, Digga. Einen Hit habe ich bekommen. Ich kümmere mich darum, die anderen abzuwehren, okay? Falls welche kommen. Ja. Ja, ey, wir brauchen echt zu lange. Die liegen deren. Digga, die machen 1700 Schaden. Boah, das war knapp. Ich habe auch den hier gerade nur knapp geholt, ey. Pass auf deine Leben auf. Ja. 5 Minuten haben wir aber schon wieder geknackt. Aber mehr wird es wohl nicht. Komm, El Primo, mach noch den Boss fertig. Nice. Ich habe meinen hier Turm da Wir müssen uns gesehen. nochmal schnell um das Ding hier versammeln, weil dann können wir nochmal Punkte sammeln. Schade. 5 Minuten 25. Ja. Und 5 Sekunden besser wie letzte Runde, glaube ich. Ja. Stimmt. Einen Boost habe ich insgesamt schon wieder reingeholt. Okay, mein Markenverdoppler Kann ich machen. hat sich damit auch erledigt. Jetzt würde ich sagen, nehmen wir wie viel? Direkt auf 5? Können wir machen. Ja, direkt auf 5. Hauen wir mal rein auf die Kacke, ey. Ich weiß nicht, ob ich 8-Bit weiterspielen würde. Ich glaube schon, oder? Kann ja nicht schaden. Tja, keine Ahnung. 8-Bit ist halt die beste Wahl irgendwie mit. Ich mache jetzt mal weiter mit Jesse. Okay. Ja, komm. Ganz echt, dann bleibe ich bei 8-Bit. Hast du Belohnung eingestellt? Ja, 5. Hab schon 2 Kisten, du. Oh, und Devil, gar nicht so schlecht. Hallo, Dachel. Der alte Fassroboter. Jetzt freuen wir und drehen uns noch, aber gleich wird's mies. Oh ja. Okay, der hat den. Schön. Ich glaube, die machen gerade jetzt mal 1100 oder so an Damage. Könnte das sein? Ja.
Jetzt halt nicht so geil, dass wir keinen haben, der irgendwie so ein Feld zum Heilen hat, ne? Ja, aber ich finde, ganz ehrlich, wir haben das Geschütz und dadurch haben wir fast einen vierten Mitspieler. Dadurch. Sollte so vor der Lex bei mir ein bisschen. Könnte sein, gerade hat es bei mir auch geleckt, ich glaube jetzt nicht mehr. Roboter in Angst. Ja, ich glaube, den kriegen wir besser hin als davor. Okay, gleich dürfen aber auch schon wieder die nächsten in die Mitte kommen. Wir haben den Riesenroboter. Gut, ich habe mein Geschütz in die Mitte platziert. Oh ja, die machen deutlich mehr Schaden, liebe Freunde. Muss man echt mal aufpassen. Zwei Minuten haben wir. Also, ja. Noch schlagen wir uns echt gut. Unser Tresor hat halt noch alle 100% Leben. Ja, ich glaube, dein Geschütz ist ziemlich gut zur Verteidigung auch. Die Frage ist halt, wie lange wir das halten. Ja, jetzt hat es halt noch, ich glaube, zwei Hits, drei Hits. Ja, kann sein. Ey, wir halten gerade echt gut durch, muss ich sagen. Also, ich habe besseres Gefühl als davor die Runde. Ganz ehrlich. Mal bei Jessie halt geil ist, ihre Sprünge gehen ja, ihre Schüsse gehen ja direkt weiter zum nächsten Gegner. Oh fuck, ich wollte nicht mehr machen. So, den müssen wir jetzt noch schnell abwenden und dann zum Boss. Auf geht's. Ich bleib wieder in der Mitte wegen anderen, also wegen dir. Na, mach das eigentlich lieber erst, wenn die nächste Welle auch angesagt wird, weil sonst ist das suboptimal, dass wir das zu zweit machen müssen. Der eine ist jetzt zum Beispiel tot. Oh, Digga. Wir definitiv nicht alles regeln können. Ja, ich bin jetzt auch tot. Jesse ist auch ziemlich gut. Für den Modus einfach. Wenn du einen Roboter triffst, werden alle getroffen. Das ist wichtig. Ey, Digga, 4% Leben abgezogen. Schon fast bei 3,50. Jetzt bei 3,50. Digga, gerade läuft krass. Da sind alle schon einmal gestorben, aber kann man nichts gegen sagen. Ey, Bruder. Oh nein, Scharfschuss von hinten. Und von vorne. Ey, von überall vier Scharfschützen. Wow. Ey, das ist scheiße. Diese Scharfschützen sind generell nervig, aber auf diesem Power-Level. Okay, 4 Minuten 40. Ja, haben wir. Jetzt fängt es an wieder zu laggen. Okay. Und die Roboter sind Gold. Wieder. Nicht cool einfach. Gar nicht cool. Die machen Schalte über mal wieder. 1600. Ist echt so. Schalte mal wieder einen Gang ab, Leute. Scheiß, ja. Digga, lasst euch doch verschrotten. Digga, man spawnt in der Mitte. Ich dachte, ich spawn bei dir. Nein, immer in der Mitte. Was aber Okay. auch. Ich dachte, wir müssen nicht mehr. Ja. Scheiße, der Boss kommt. Digga, der macht 1800 Schaden. Komm schon, komm schon, komm schon. Über 25, über 25, 26, 27. Schade, dass da jetzt niemand mehr war, um den Scharfschützen abzuwehren. Sonst hätten wir bestimmt noch ein paar Sekunden rausholen können. 140 Marken. Krass. 242 Marken von Doppel insgesamt dazu bekommen. Ja. Alles klar, Bruder. Das ist Nummer 2. Ich habe jetzt 4 Kisten.
Und das Ding ist, jetzt erhöhen wir ja auf 10. Das ist krass. Ah, nicht bei Ordnung. Nicht verlassen. Ach komm, leck mich doch. So. Tja. Ich versuche einmal mit Poco. Ach, wegen Heilen. Ja. Ich glaube, ich spiele weiter, Jeffy. Okay. Und das Ding ist, er macht ja auch Flächenschaden. Es könnte ganz gut sein, wenn richtig viele Roboter um das Ding sind. Wenn es nicht gerade Scharfschützen sind und so. Die Scharfschützen finde ich mega nervig. Ja, das stimmt. Die sind echt krass nervig. Und gerade dann, wenn man sagt, kommt der Erste und belästigt einen, ey. Ja. Digga. Für den haben wir schon zu lange gebraucht. So, okay. Ja. Du machst halt keinen krassen Schaden, aber dafür ist deine Special extrem hilfreich. Die ist an sich halt, also auf Dauer ist halt die von Pam hilfreicher, aber deine ist halt hier gegen den Boss zum Beispiel extrem hilfreich. Ja, aber das Miese ist, ich muss meine Schläge, meine Schüsse aufsparen. Wenn ich zwei schon verbraucht habe, macht der eine halt nur 1000 Damage. Das war's. Da muss ich erstmal ein paar Sekunden wieder warten, weil so schnell geht das nicht mit dem Aufladen. Fuck, ich bin in den Tresor gelaufen. So, abpieken. Nice. Auf zum Boss. Roboter im Anart. Das Geschütz kann ja auch schon so einen Roboter abwehren. Leute, wo ist unser... Ja, da ist unser Teammate, genau. Ich dachte echt schon, der lässt uns einen Stich, aber der war wohl auf der anderen Seite und hat abgewehrt. Scheiße. Ich habe halt so Videos auf YouTube gesehen, dass da irgendwie dann teilweise wirklich mehrere Bosse im Anmarsch waren. Und das sah halt wirklich extrem krass aus. So, 2 Minuten erreicht. Mehrere Bosse. Ja, irgendwie, da waren dann, die waren dann irgendwie schon bei Welle 30 oder so. War das vielleicht so eine Art... Ach so! Ah, ich dachte jetzt, das wäre so eine Art Mod, die du dir angesehen hast. Okay, krass. Die waren dann irgendwie bei Welle 30, 40, irgendwie sowas. Und Oh, die Junge. dachten irgendwie, das ist schon. Und es waren halt einfach zwei Bosse. Und ja. Zwei Bosse, massenhaft Gegner. Tja, Bruder. Mein Geschütz hilft gut mit. Muss ich auch sagen. So, jetzt gegen den Boss wieder. Zweiter Boss, der ist lila. Der dritte wird ja rot. Ich habe noch nicht gegen den vierten Boss gekämpft, fällt mir gerade auf. Noch nie gegen den goldenen Boss gekämpft. Will ich aber auch gar nicht. Ist der vierte nicht der rote? Weiß gerade nicht. Müsste eigentlich der goldene sein. Also wenn der dann Gold ist. Junge. Ey, das habt ihr nicht gesehen. So, neues Geschütz. Jetzt werden es zu viele hier. Nein! Ich hätte ihn noch heilen können. Ich hätte dich noch heilen können. Ey, das Schlimme ist halt wirklich, dass ich meine Schüsse so aufsparen muss, dass sie nicht so schnell gehen. Ja, die Runde lief halt mal komplett scheiße. 4 Minuten.4 Minuten. Okay. Ja, ihr seht, es gibt auch Scheißrunden. Aber Belohnung, ja, 230.
Ich hab keine Marke oder Blair, schade. 230. So, ich habe jetzt 5 Kisten. Ich habe 7. Wie viele Marken hast du noch? Also Tickets? 9. 9 Marken. 9 Tickets. Junge. Dann würde ich sagen, wir machen noch mal eine 5er Round. Genau. Und das wär's dann, oder? Oder willst du dann? Ich würde mit 4 machen. Okay. Dann machen wir es so. Willst du weiter Poker spielen? Nee. Ich spiele mal Shelly. Okay. Ich bleib bei Jesse. Ich geschafft habe, ich jetzt nicht geholfen. Ja. Ob das was werden kann? Der Dragonfire LP rasiert dir heute durch, Alter. Was ist los bei dir? Was hast du für ein Gefühl? Hast du ein gutes Gefühl für diese Runde? Geht so. Ich weiß nicht, wie gut Leon hier sein kann. Ich meine, ja, er macht krass Schaden. Aber sein Special lenkt die Gegner teilweise einfach nur von ihm ab und dann laufen die halt teilweise einfach weiter in die Mitte. Also bei mir ist halt die Sache, ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl, weil Shelly hat zwar keine Heilung, so wie Poco, aber die Sache ist, sie macht 1000 Damage plus als Poco. Deswegen. Und bei ihr sind die Schüsse, glaube ich, auch schneller nachgeladen. Ich glaube, kein Brawler lädt dann Schüsse so schnell wie Crow nach. Ja. Was das angeht, ist Crow echt der schnellste. Ja, höchstens Karl. Ja, gut. Karl. Wenn er an der Wand steht. Ja, gut. Dann ist er natürlich schneller. Das Ding ist, was bringt ihn jetzt eigentlich. Ja! Digga, der Roboter hat sogar gesehen, dass er da war, obwohl er unsichtbar war. Das ist ja schon krass. Ja, wenn du zu nah dran bist, sieht der Roboter dich. Dann sehen auch Gegner ein. Wenn man zu nah so, dran ist, siehst du, den Roboter haben wir nämlich jetzt viel, viel schneller zerstört, weil ich Shelly hatte. Okay. Durch die Wand kannst du nicht schießen, G-Max. Denk dran. Leute, heute auf jeden Fall die Hoffnung am Start auf einen legendären Brawler. Über die zweite Star Power von Rosa würde ich mich allerdings auch freuen. Ich frage mich echt, wie das aussieht, wenn man eine Star Power zieht. Ihr habt es ja in seinem Video bestimmt gesehen, aber. Ich halt nicht. Da würde ich dir auch empfehlen, mein Video vorher nicht zu gucken, weil Spoiler-Alarm, wenn du dich nicht Spoiler lassen willst, ist das echt suboptimal, wenn du dann mein Video guckst. Aber an alle anderen, die das noch nicht gesehen haben, können gerne auf mein Video einschalten. Auf jeden Fall. So, Special habe ich halt schon lange. Ich will die aber nicht an diese kleinen Roboter verballern. Hebe ich mir für den Boss auf. Obwohl, kaum ganz ehrlich, ja. Mann. Habe ich leider falsch eingeschätzt. Ich dachte jetzt, es würden noch richtig viel kleinere Robots kommen, damit ich die Special wieder aufladen kann. So, jetzt hat die noch von den Rockets abgelenkt. Nice. Ich bin tot. Er hat seine Rockets komplett in Kacke eingesetzt, der Roboter. Also für ihn Kacke halt. So, wir haben ihn. Und wir kommen rechtzeitig an den Tower ran. Um zu verteidigen. Gut. Oh, 300 Leben. Du bist halt fast tot. So. Aber nur fast. Welle 17. Oh, ein Genie wäre hier, glaube ich, auch ganz geil mit seiner Star Power. Oh ja. Er wäre, glaube ich, bis auf seine Special wäre. Oh doch, sein Special wäre auch hilfreich. Damit könnte er ja den Boss vom Turm wegziehen. Rosa Star Power wäre hier halt mäßig.
Also die, dass ihr Busch sich heilt, ist halt hier komplett unnötig. Aber sie hat ja noch eine zweite, die man dann auswählen kann. Und das hat die, dass Oh ihr, Junge. während sie ihren Super, ihre Special hat, mehr Schaden macht. 200 Schaden plus. Oh fuck. Junge, als wenn die jetzt so viel aushalten. Boah, schon der nächste Boss, Alter, ich könnte so kotzen. Den schaffen wir. Den schaffen wir. Er darf aber nicht beim Tower stehen bleiben. Jetzt kommt schon die Welle 22. Okay, scheiße. Junge, was macht der Teammate denn? Soll der Boss die ganze Zeit auf den Tower schlagen können oder was? No, fast 5 Minuten. Okay. Ich hatte das Oh. Gefühl zum Schluss, dass der Partner ein bisschen lost war. Ich bin Level 92. Ne, 93. Nein. G-Max kann ich zählen. Ich habe 7 Boxen. Ich Nice. hab Und jetzt machen wir noch eine letzte Vierer-Round. genau. Und dann nehme ich mal Jesse, wenn es okay ist. Natürlich. Dann nehme ich mal. Ich mal. Ich nehme 8 Gebiete. Sicher. Das ist eine gute Idee. Der ist halt nur. Der ist halt echt nur Rang 12, Alter. Den muss ich echt mal hochmachen. Ach. Ich glaube, der macht das so. Puh. Über 1000 Damage müsste er machen schon. Es geht um den Rang, nicht um die Power. Naja. Nicht dann. Hä, lol, 2 Schüsse und der war down. Macht das so viel Damage oder was? Jesse Schuss macht auf Power Oh ja. Krass. 1000 Damage. Krass, ja. 1092 stand da gerade. Ist dein Shelly auch Power 7? Meine Jessie? Mancher. Ja. Meine auch. Aber halt Rang 21. Okay, Du meine auch. solltest mal Jessie öfter spielen, wenn wir Duos machen. Ich kann sie halt nicht so gut spielen. Ach so, war es auch so ein Charakter, den ich aufgelevelt habe für dich? Hä? War Jessie auch ein Charakter, den ich für dich aufgelevelt habe? Boah, Digga. Sie war halt einer von denen, die ich gerne mit auf Rang 15 haben wollte für die Star-Punkte, die sie lila nennen. Okay, ab zum Boss. Gut, den Raketen ausgewichen. Nein. So. Der stimmt. Der ist halt schnell tot. Hallo, tschüss. Er ist tot. Welcher Boss? Der ehemalige Vizekanzler. Oh, Digga. Palpatine. Der ist ja direkt Copyright Strike, Alter. Instant. Und der ist nur wegen Palpatine. Er liegt ja nicht süß. Okay, macht den Scharfschützen. Oh, wie das abprallt von den einen zum anderen, das ist so nice. Das ist halt Jesse Melly. Bruder, hast du den? Schade. Ich hab das Teil doch zwischen uns beide platziert. Warum greift er weiter mich an? Weil er mitdenkt. Weißt du, weil er mitdenkt. Der stinkt kann nicht. Ist dumm. Hallo. Boah, Digga, 250 live bei meinem Geschütz. 3 Minuten knacken wir, easy.
Aber 4 Minuten? Nein. Junge. Hallo. Lauf! Ach, Digga. Warum hat er zu Shelly gewechselt? Was macht Shelly? Warum ist sie so dumm? No! No thing why. Ey, Digga, Shelly, wenn du das hier siehst, geh dich halt einfach vergraben. Ihm in der Power Rage. Und das WLAN-Zeichen ist da, liebe Freunde. Bei mir nicht. Bei mir steht immer direkt Verbindung getrennt, weißt du? Ja? Nein. Okay. Ich habe natürlich auch öfters mal Internet-Lag, aber bei mir steht halt auch oft direkt via Internet, dass die Verbindung komplett getrennt ist. So, Geschütz ist da. Ich finde es schade, dass bei der Special von Bo die Trittminen immer wieder verschwinden, wenn man die nochmal ein zweites Mal placed. Finde ich auch lelek-mäßig, ganz ehrlich. Aber dann wäre die Special auch zu OP, wenn ich auf der ganzen Map Minen placen könnte. Das war aber früher wirklich so, dass man das konnte, ne? Mann, ich wollte den Scharfschützen. Nice, Lennart. No! Boah, 30 Leben. 1%. Wenn wir das hier jetzt noch auf 5 Minuten schaffen, sind wir Götter. Ist echt so, Alter. Aber sieht nicht so aus. Der Boss hat's gefinisht. Es kommt auch nicht so oft vor. Wir haben echt lange mit den HP überlebt, Alter. 104 Marken. Das ist die 8. Kiste. Meine Leute. Willst du zuerst öffnen oder? Somit habe ich keine Marken mehr. Na. Werde mich schon überlegen, ob ich noch ein oder zwei Runden mit dir Duos spiele, damit ich dann meine 10. Box habe. Mir fehlen nämlich nur noch 31 Marken. Ja, okay, aber dann also nicht in meinem Video, weil ich will das jetzt erstmal hier beenden. Ich werde dann jetzt erstmal meine 8 Kisten öffnen. So. Die erste Box, liebe Freunde. Da ist drin 20 Gold, 6-mal Penny, 8-mal Barley. Also das Gold kriegen wir auf jeden Fall zusammen für den Colt. Krass, Alter. 50, 5-mal Poco, 6-mal Bull, ein Ticket. Ich will mal Juwelen erhalten. Es kommt so selten in letzter Zeit vor. 6-mal Nita. Oh, die geht. 21 Gold. Oh, wie immer Shelly. Du müsstest Kult jetzt upgraden können. Ja, 10-mal Tick. Ein Ticket. Tick, Ticket. 50 Gold. 5-mal Rosa. 6-mal Tara. 2 Tickets. Junge, ich will mal Juwelen hier. Mach doch jetzt erstmal hier einen Kult, dass du vielleicht dann noch in den letzten Boxen eine Star-Marke ziehen kannst. Na. Ach, Digga, also wenn das jetzt klappt hier mit einer Box noch. Sorry, hab echt nicht dran gedacht. So. Unser Kult, liebe Freunde. Er geht. Power 9. Boah, ey, das sieht ja voll anders aus. Star Power ist jetzt freischaltbar. Schicke Stiefel. Das macht. Kurz Bewegungstempo wird um 10% erhöht. Star Power kann nur in Bohrbox gefunden werden. Genau. Leute, oh, das sieht ja voll anders aus. Jetzt öffnen wir diese letzte Bohrbox hier. Und 5 Juwelen. Haben wir in etwas. Ja. Das sieht ja voll anders aus. Ist ja krass. So. Und an meiner Stelle würde ich das Video jetzt beenden. Wir haben über 40 Minuten gespielt, Digga. Ist schon krass. Ja, schaut mal bei Lennarts Robot Rumble Video auch vorbei. Das verlinke ich euch unten in der Videobox. Direkt unter seinem Kanal. Schaut doch bei ihm vorbei. Lasst ein Abo bei den guten Boy da. Er hat es einfach verdient. Echt, ne?
Ja. Das war's mit dem heutigen Video. Lasst auch bei mir gerne ein Abo da. Oder ein Like, wenn euch das Video gefällt. Wäre. Und ciao, euer Ciao. G-Max.